willkommen zur Pressekonferenz nach dem Spiel gegen Jena. Wir begrüßen herzlich Georg Eichler, den Coach von Jena, Will Young, Coach der Greizheim Merlins, Ingo Enskat, dem sportlichen Direktor der Merlins. Ja, die ersten beiden Viertel waren beide Mannschaften etwas von der Rolle. Keiner konnte sich absetzen, so ein richtig gutes Spiel war es nicht, aber dann im vierten Viertel ging es zur Sache. Ihr seid nochmal gut rangekommen, es hat nicht gereicht. Lag es an den vielen Fouls? Woran lag es? Ja, erstmal Glück, hört ihr mich? Ja. Erstmal Glückwunsch an meinen Kollegen für die tolle Intensität heute im Spiel. Ja, an was lag es? Ich denke, ihr habt heute sehr, sehr gut verteidigt und ich denke, für beide Mannschaften geht es um sehr viel. Für euch vielleicht noch ein bisschen mehr wie für uns. Ja. Wir wollen unbedingt, unser Ziel ist irgendwie diese Playoffs reinzukommen und wir hatten tolle Spiele, die letzten vier, und wir wissen, wenn wir das Wochenende gut überstehen, dann ist ein großer Schritt gemacht, und das ist sicher auch ein Hinterkopf, wie bei euch ein Hinterkopf ist, oh, wir dürfen natürlich nicht in dieser Liga absteigen. Wir haben zu keiner Zeit heute den Offensivfluss gefunden, den wir sonst haben. Ja, ich denke, es ist ja bekannt, dass wir die zweitbeste Offensivmannschaft sind, und so sah das heute nicht aus. Also ich bin sehr unzufrieden, zu viele Einzelaktionen, schlechte Entscheidungen. Ja, dann, wenn wir mal ein paar gute hatten, haben wir die nicht gemacht. Nichtsdestotrotz, denke ich, waren wir im Spiel, ja, mit noch wieder auf zwei Punkte dran zum Schluss, aber ich denke, ihr hattet heute einfach den Mr. Friedl, der einfach zur richtigen Zeit immer getroffen hat und der einfach getroffen hat. Ich denke, das war ganz klar heute der Unterschied. Ich denke, einer von den drei war frei, die anderen waren wirklich Hochqualität, da kann ich sogar sagen, weil manche haben gut verteidigt, wenn er die trifft, und in so knappen Spielen sind solche Kleinigkeiten natürlich mit aus. Ja, da haben wir lange drauf gewartet. Auf die Dreier von Philipp Friedl. Schön, dass es heute geklappt hat, aber Lee Checker hat ein starkes erstes, zweites Viertel, 16 Punkte, dann kamen nur noch vier. Nichtsdestotrotz, ihr habt euch mächtig zurückgekämpft, aber macht die Halle dann auch was aus, wenn man dann so knapp dran ist, und dann fällt der Dreier von Friedl, der war ja doch. Definitiv. Also wir haben heute unsere Emotionen nicht so kontrolliert, wie ich mir das vorstelle. A, ganz sicher wegen der Halle, wenn es so laut wird. Und auch ein paar Schiedsrichterpfiffe, mit denen ich nicht zufrieden war. Aber das passiert einfach. Da darf man sich nicht rausbringen lassen. Da haben wir zu viel lamentiert und zu viel drüber aufgeregt. Und das hat man dann ganz deutlich in unserer Offense gesehen. Und das darf einfach nicht passieren. Und damit habt ihr auch ganz viel den Team. Ja gut, da lag es nicht dran. Ich denke, wir hatten auch zwei, drei Schiedsrichterpfiffe, wo wir nicht ganz zufrieden waren. Aber nichtsdestotrotz, Will, congratulations, you needed that win today, and you got it. We didn't need the third minute in the last quarter, die dritte, vierte Minute im letzten Viertel hast du nicht gebraucht, Will. Trotzdem herzlichen Glückwunsch zum Sieg. Bist du glücklich, are you happy? Yes, I'm very happy. That was a game that we needed for sure. Both teams played extremely hard. I think the key for us was our team defense, just down the stretch. Certain players we wanted to slow down. Lee Yanka, he had a pretty good first half. Second half, we slowed him down pretty good. I think he scored like 4 points. We also wanted to slow down Watts. I think we did a pretty good job on him. But overall, our team defense prevailed us through tonight. Ja, Will ist glücklich. Wir brauchten den Sieg, sagt er. Es war natürlich wichtig, eine gute Defense zu spielen. Das hat das Team umgesetzt. Lee Checker wurde gestoppt, Watts wurde gestoppt. Are you happy about Friedl today? Yes, Friedl had a tremendous game tonight. His shooting kept us in for sure, especially when Jena made that run. They cut it to 4, I want to say. And he came back on, still hit some big shots. Got a momentum going again, so that was key for us also. Ja, also besonders die wichtigen Schüsse, die genommen hat, especially when we've been only 2 points in front, and then he hit a three-pointer. Yes. So we were 5 in front, als wir Dreier bekommen haben. Beim 2 Vorsprung hat er den entscheidenden Dreier gemacht, dass wir 5 vorne waren. Das broke the neck of the team from Jena, maybe. Yeah. I think Jena still kept coming, especially towards the end. The key for us was we kind of kept our composure. They kept the pressure coming on both ends, defensively, offensively, and we continued to make plays. So that was key for us. In the past, those things we didn't finish the game at the end with our composure. We kind of got out of control in the past, but tonight we got us pretty under control down the stretch.
Okay, er sagt, sowohl in der Offense als auch in der Defense haben wir die Konzentration behalten. Wir wünschen jetzt Jena eine gute Heimfahrt. Es sind 4 Stunden immerhin, aber wir haben gerade schon festgestellt, es ist nicht ganz so weit wie Cuxhaven. Also ich hoffe, der Frust hält sich in Grenzen. Das Wetter sollte auch in Ordnung sein. Wir wünschen euch noch eine gute Saison. Hoffen, dass ihr die Klasse haltet, dass ihr möglicherweise in die Playoffs kommt. Das geht uns ja ähnlich. Wir wollen die Klasse halten, denke ich. Ingo, bist du heute auch ein bisschen glücklich über die Leistung der Mannschaft? Also ich bin mit der zweiten Halbzeit sehr glücklich, weil wir da angefangen haben zu kämpfen, uns nach jedem Ball zu werfen. Und ich glaube, das ist, was die Zuschauer, was wir sehen wollen. Es gibt doch nichts Besseres, als wenn mal ein Fehler passiert, aber es schmeißen sich 4 Leute nach dem Ball, der springt zwischen denen auf und die nächsten 4 schmeißen sich drauf. Dadurch machst du auch mal eine taktische Sache, die du vielleicht falsch gemacht hast oder einen individuellen Fehler wieder wett. Und ich glaube, das ist halt das Entscheidende gewesen, dass beide Mannschaften da wirklich eine Schippe draufgelegt haben und dass es dadurch ein richtig interessantes Spiel geworden ist. Ganz klasse da, wie wir da zurückgekommen sind, dass mit dem 4. Viertel, Jena kommt dann nochmal zurück. Liegt an unserem Selbstvertrauen, würde ich auch sagen. Ist natürlich nicht leicht, wir spielen keine gute Saison. Wenn du eine gute Saison spielst, hast du natürlich viel mehr Selbstvertrauen. Dann kommst du natürlich mit der Situation viel besser klar. Wir sind da ein bisschen wackelig gewesen, aber trotzdem am Ende die wichtigen Würfe reingemacht und deswegen wahrscheinlich auch verdient geworden. Umso wichtiger, umso höher ist es einzuschätzen, wenn die Mannschaft dann beim 2-Punkte-Vorsprung noch zurückkommt, so kurz vor Schluss. Das hat gut geklappt. Ingo, wir haben mal vor 3 Jahren ein Abenteuer gestartet in der JBBL. Wollten wir mal bundesweit mitspielen in der Jugend-Basketball-Bundesliga, in der Nachwuchsliga. Die Mannschaft, die damals die JBBL gespielt hat, was für uns vielleicht damals noch eine Nummer zu groß war als kleiner Verein, kann jetzt die Chance packen, in die NBBL reinzugehen, also in die U19 Jugend-BBL-Bundesliga. Wir gehen das Thema an. Was haben wir für Chancen mit dieser Mannschaft in der U19 bundesweit? Welche Teams sind da dabei? Vielleicht kannst du ein paar Sätze dazu sagen. Ja gut, also erstmal JBBL, für alle, die sich nicht so auskennen, ist halt die jüngere Altersklasse, in der eine Bundesliga gespielt wird, und NBBL ist die ältere. Wir haben mal an der jüngeren teilgenommen. Ja, und ciao. Dankeschön, gute Einfahrt. Also wir haben halt in der JBBL teilgenommen damals und da spielst du halt richtig gegen die Powerhäuser sozusagen des deutschen Basketballs, gegen die ganzen Internate und Top-Teams, haben da viel Lehrgeld gezahlt und glaube aber, dass wir jetzt in den letzten 3 Jahren wirklich gute Strukturen gelegt haben im Verein, gerade in der Jugend. Da auch großes Kompliment an unsere Trainer, die wir da haben, mit Michael, mit Benny, Aneta, Monkey, wer auch immer da alles arbeitet, machen da einen ganz tollen Job. Und die Jungs haben sich bei denen prima entwickelt und deswegen wollen wir jetzt wirklich nochmal in der älteren Klasse schauen, okay, haben wir uns da wirklich nach vorne entwickelt, haben wir da den nächsten Schritt gemacht. Wir werden die Quali da spielen für die NBBL, für die Bundesliga. Du weißt nicht, wer da dann in dem Moment in der Quali gegen dich spielt, wir sind nicht gesetzt. Und wenn wir es tatsächlich schaffen, die Qualifikation zu erreichen, dann werden wir zusehen, dass wir die stärkstmögliche Mannschaft aufstellen und dann dort spielen. Wenn wir die Qualifikation nicht schaffen, gut, da brauche ich dann nicht sagen, was das ist. Dann spielen wir ganz normal weiter, machen unsere Arbeit und schauen, wo wir dann das nächste Mal die Möglichkeit haben. Da sind Spieler dabei, wahrscheinlich aus der U18, die momentan, wenn ich es weiß, Tabellenführer ist, oder nein, wenn sie gewinnt morgen am Sonntag. Wir haben ein ganz wichtiges Spiel in Stuttgart. Ist im Prinzip das Spiel nicht nur für die Qualifikation für die nächste weiterführende Meisterschaftsrunde, sondern im letzten Spiel geht es gleichzeitig darum, wer ist Tabellenführer. Und wenn wir den Sieg nicht holen, dann kann es sein, dass wir bis auf den 3. Platz abrutschen, die Qualifikation nicht schaffen. Also da hat Benny morgen mit seiner Truppe eine ganz schwere Aufgabe. Und ja, drücken wir ihm die Daumen. Die drücken wir ihm sicher. Sind ja auch Spieler aus der 2. Mannschaft dabei, in der U19 dann. Der NBBL. Ja, also Benny hat dieses Jahr in die zweite Herren ja viele Jüngere mit reingenommen. Daniel Ivanov,
Hat damals ja schon mit Ehing in der JBWL gespielt, ist deutscher Meister geworden. Ist einer von unseren Jungen, der da in der Startformation war und wirklich ein ganz tolles Jahr gespielt hatte. Wäre natürlich super für ihn, wenn er jetzt nochmal hier zu Hause so eine Möglichkeit hätte in der NBWL. Wir haben mit Luca, mit Chris noch einige andere, die auch dieses Jahr schon zweite Herren schnuppern durften, so ein bisschen in der Regionalliga, sich da auch einen guten Schritt gemacht haben. Und jetzt werden wir schauen, wo der Weg hingeht. Gut, das wäre schön. Wer will die Mannschaft trainieren? Der Trainer. Okay. Wir freuen uns auf den Trainer. Und dann sehen wir mal, ob es überhaupt klappt mit der Qualifikation. Und wenn es dann soweit ist, hoffen wir auch auf eure Unterstützung. In jedem Fall denke ich heute, wenn die Mannschaft in die Lounge kommt, kann sie mit erhobenem Haupt reinkommen. Ich denke, ihr werdet sie entsprechend empfangen. Ich wünsche euch allen noch einen schönen Abend. Will, tell the team, we thank the team for a nice evening, für den schönen Abend. Danke wir dem Team. Wir wünschen auch dir einen schönen Abend. Genieß es noch, trink ein Bier, vielleicht zwei. Und euch noch einen schönen Abend, bis zum nächsten Heimspiel. Am Sonntag geht es gegen Essen, wer hinfahren will, ist ja nicht so weit. Ne? Bildet Fahrgemeinschaften. Ein Bus fährt nicht, aber wir sind beim Team. We're gonna be with the team on Sunday in Essen. Es geht uns auf jeden Fall schon deutlich besser. Einen schönen Abend noch. Danke. Tschüss.